Hallo und herzlich willkommen zu Immobilienprofi TV. Das sind Ihre Themen: Porträt, Multiphone, Marketing und Leidenschaft, Makeln 21, die Multiplikation der Maklerleistung. Die Nutzung eines Auftragsdienstes gehört heute für viele Kollegen zum Standard. Multiphone in Nürnberg ist einer der bekanntesten Anbieter in diesem Segment. Wir haben Multiphone besucht und hinter die Kulissen geschaut. Hallo Herr Nagel, ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen auf dem Immobilienprofi-Meeting. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns und unseren Kunden einmal das Produkt von Multiphone erklären würden. Ja, gerne. Wir sind das Telefonsekretariat mit einer Ausrichtung auf Immobilienmakler. Wir haben sehr viele Immobilienmakler als Kunden, für die wir seit über 12 Jahren jetzt die Telefonate entgegennehmen, wenn unsere Kunden außer Haus sind oder wenn sie in Ruhe arbeiten möchten oder wenn sie zum Beispiel hier auf dem Meeting sind. Dann nehmen wir die Anrufe entgegen, notieren, wer ruft an, in welcher Angelegenheit und informieren unsere Kunden per E-Mail oder per SMS über die eingegangenen Anrufe. Und haben Sie irgendwelche Produktneuigkeiten, die Sie uns heute präsentieren möchten? Wir haben vor kurzem unsere iPhone-App auf den Markt gebracht, mit dem unsere Kunden, die ein iPhone nutzen, ganz bequem von unterwegs ihre Abwesenheitszeiten verwalten können und auch ganz bequem VIP-Ansprechpartner anlegen können, sodass, wenn häufige Anrufer oder wichtige Verkäufer zum Beispiel bei uns anrufen, diese sofort anhand der Rufnummer erkannt werden und entsprechend gesondert behandelt werden können. Und die Verwaltung über das iPhone-App stößt auf sehr großen Zuspruch. Alles klar, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Danke. Marketing für Makler mit Leidenschaft lautet der Vortrag von Frank Winnig vom Meeting 2009. Was ist gemeint? Geht es um leidenschaftliches Marketing für Makler oder um Marketing für Makler aus Leidenschaft? Schauen wir uns einen kurzen Ausschnitt seines Vortrages an. Werner Berghaus hat mal gesagt, so vor 3 Jahren, Marketing war da noch relativ neu. Kostet ja auch nur Geld, das sage ich Ihnen ja jedes Jahr, deshalb mögen Sie mich ja so. Was aber immer mehr kommt, das sind Leute, die haben Ideen und sagen, wir machen jetzt mal was Neues. Die Situation, die Objekte in die Vermietung zu bekommen, war überhaupt gar keine Schwierigkeit. Also wir haben immer sehr, sehr viele und ausreichend Objekte über Empfehlungen dann auch erhalten, weil es ja auch für den Vermieter sehr bequem ist, wenn wir die Dienstleistung übernehmen und für ihn ja auf der klassischen Art und Weise ja keine Kosten entstehen. Problematik war natürlich die Umsetzung. So, und meine Idee war, die Vermieter da etwas mehr in die Pflicht zu nehmen und den Vermietern da eventuell auch einzelne Module anzubieten, die wir dann auch dementsprechend abrechnen, um damit dann nicht mit den üblichen 2 Kaltmieten auf den Markt zu gehen, was natürlich auch eine viel schnellere Vermarktungszeit bzw. weniger Leerstand dann zur Folge hat für den Vermieter. Es ist so, dass im Prinzip die erste Idee dadurch, da haben mich Vermieter draufgebracht, die dann zu mir ins Geschäft kamen und sagten, Frau Gröber, wir haben die Wohnung hier und wir haben auch schon einen Mieter, aber wir möchten das diesmal nicht ohne Sie machen. Wir möchten, dass Sie sich um die Bonitätsprüfung kümmern, dass Sie den Mietvertrag ausarbeiten. Wie kommen wir denn da jetzt zueinander? Und dann habe ich immer überlegt und dachte, ja, was nehme ich denn jetzt von diesem Vermieter? Wie rechnet man das ab? Und das war so die Entstehung dieser einzelnen Module, wo jetzt der Vermieter entscheiden kann, was möchte ich denn überhaupt? Also ein Vermieter, der beispielsweise dann tatsächlich auch Besichtigungen vielleicht vor Ort vornimmt, der kann natürlich auf diesen Besichtigungsservice ja dann verzichten und kann sich genau zusammenstellen, ich möchte nur die Bonitätsprüfung, ich möchte den Mietvertrag ausgearbeitet haben und ich möchte das Ganze am Ende auch nochmal protokolliert haben und das macht jetzt die Frau Gröber. Die meisten Vermieter, das ist aber das Interessante daran, haben überhaupt nicht das Interesse, diese Besichtigung vor Ort vorzunehmen oder da einzusparen an diesen Modulen, sondern entscheiden sich dann im Grunde genommen dafür, dass wir die komplette Abwicklung dann übernehmen. Die GBG hatte ein Apartmenthaus, ein ehemaliges Schwesternwohnheim und hat gesagt, und das fand ich toll, wir werden einerseits die Leerwohnungen anbieten, aber sie bieten jetzt auch einfach möblierte Wohnungen an. Wir haben das Ganze dann auf eine junge Zielgruppe ausgerichtet und haben das Ganze Apartment to go genannt, nach dem Coffee to go. Wir haben eigentlich nur mit diesem einen Flyer, das ist gleichzeitig das Exposé, bieten eben diese 2 Wohnungstypen an und haben dadurch die Vermietung nach eigenen Angaben vervielfacht. Wertbau.
Grundstück, Wohnungen, Zielgruppe in Korntal. Vielleicht mal die ältere, also baut man barrierefrei. Das Lustige da, wir versuchen immer alle den Preis niedrig zu halten. Wir haben das Umgekehrte gemacht. Die Idee, für die ältere Zielgruppe ein luxuriöses Apartment zu machen. Wir nennen die Konzeptsuiten, angelehnt an die Hotelidee. Haben diese Konzeptsuiten im Exposé, es ist nur ein Exposé, haben die mit einem Designerkamin ausgestattet, wo man dann nach Frankreich zum Designer fuhr, wenn man es kaufte. Und dort sich vom Designer diesen Kamin einbringen lässt. Wir haben Hans-Grohe-Bäder eingebaut, in den Gedanken, wir haben eine eigene Architektenküche angeboten. Der Preis war höher. Und hat er verkauft die Wohnung nachher wieder in der Planversion. Aber im Exposé, in dem, was wir auf der Bautafel zeigen, zeigen wir Luxus. Sie können das Exposé auch nochmal bei uns am Stand sehen. Und das war auch lustig. Es geht nicht darum, was der Kunde tatsächlich nachher kauft, sondern was er glaubt, kaufen zu können. Und das waren jetzt einfach ein paar Ideen, die ich Ihnen heute zeigen konnte, die einfach Ihnen nochmal einen Schub geben sollten, kreativ an den Hausverkauf zu gehen, neben den ganzen Strategien und Modulen. Und damit sage ich vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Schönen Tag und viel Spaß noch im Fall. In der letzten Sendung haben wir uns die Multiplikation des Maklererfolgs auf der Käuferseite angeschaut. Nun werfen wir einen Blick auf den Auftraggeber des Maklers, den Eigentümer. Wie gelingt es schnell und effektiv, positive Referenzen zu erhalten? Der Makeln-21-Prozess zur Gewinnung aussagefähiger Referenzen konzentriert sich auf die Auftraggeber des Maklers. Gleichzeitig dient dieser Prozess auch der Qualitätssicherung. Beim Notartermin überreicht der Makler den Verkäufern ein Präsent und nutzt diese Gelegenheit zu einem Foto. Gleichzeitig kündigt der Makler die Durchführung eines telefonischen Interviews durch einen neutralen Dritten in den nächsten Tagen an und holt sich die Zustimmung des Auftraggebers. Der Interviewer prüft während des Gesprächs, ob der Auftraggeber mit der Leistung des Maklers zufrieden war. Gibt es Kritik an dieser Leistung, muss diese analysiert und eventuell verbessert werden. War der Kunde mit den Leistungen zufrieden, bemüht sich der Interviewer, aus den Äußerungen des Auftraggebers kurze, aber aussagekräftige Zitate zu gewinnen. Danach wird die Referenz unter möglichst genauer Angabe des Referenzgebers, zum Beispiel auf der Homepage sowie in weiteren Publikationen, veröffentlicht. Abschließend werden die Aussagen der Interviews in die hauseigene Statistik übernommen. Wir kommen zum Ende dieser Sendung, meine Damen und Herren. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Social Media für Immobilienmakler und stellen Ihnen das Konzept einer automatisierten Website für Makler vor. Bis dahin wünsche ich Ihnen gute Geschäfte.